Hügel, enge Wege, Anstrengung pur und gemeinsam durch die Natur des Nordens Berlins. Bei sonnigen Herbsttemperaturen und blauem Himmel lud der SC Tegeler Forst zum ersten Lauf der traditionellen Siegerserie ein. Es tut gut, wieder in vernünftigen Wettkampfrhythmus reinzukommen. Jetzt auch nach der Saisonpause, die ich hatte. Es macht wieder Spaß. Pünktlich um 12 Uhr wurden die ersten Läufer und Läuferinnen ins Rennen geschickt. Jedoch nicht wie in den letzten Jahren, sondern ganz anders. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln starteten die Teilnehmer in sogenannten Wellen mit bis zu einer Minute Abstand nacheinander. Jeder lief gegen die Uhr, wahlweise über 3,75, 7,5 oder 11,25 Kilometer über Stock und Stein. Wir freuen uns natürlich, weil es auf so einem großen Platz natürlich auch gut machbar ist, alle rücksichtsvoll sind, sich an die Regeln halten, wir unseren Start natürlich angepasst haben. Auf endlos erscheinenden Anstiegen und flachen Hindernissen in Wald und Wiese mussten die Läufer einen anspruchsvollen Crosskurs bewältigen. Die Querfeldeinqualitäten der Teilnehmer waren dabei enorm gefordert. Höhenprofil ist richtig klasse und verlangt einem echt alles ab. Wir machen viele Läufe, aber so ein heftiges Höhenprofil haben wir selten. Hat echt gut reingehauen. Dass der härteste Crosslauf Berlins, bei dem die Gegner im wahrsten Sinne des Wortes zersägt wurden, ein voller Erfolg war, ist deutlich an der hohen Teilnehmerzahl von über 200 Laufbegeisterten zu erkennen. Alle Leute haben sich, glaube ich, diszipliniert an die Vorgaben gehalten. Klar wünscht man sich im Ziel ein Erdinger alkoholfrei oder sonstiges. Aber ich glaube, damit können wir alle leben. Hauptsache, wir können erstmal wieder rennen und können uns hier zu gemeinschaftlichen Kulturveranstaltungen treffen. Für alle, die jetzt auch gern diese Crossstrecke bewältigen wollen, können das tun. Und wo? Ganz klar beim SC Tegeler Forst. Am 17. und 31. Oktober findet der zweite und dritte Lauf der Siegerserie statt. Meldet euch gern beim SC Tegeler Forst dafür an.